Hallo, heute werde ich euch zeigen, wie ihr diese süße Mäuse häkeln könnt. Diese Amigurumi-Maus lässt sich sehr schnell häkeln und die ist auch gut für Anfänger geeignet. Man kann jede beliebige Farbe nehmen und auch Wolle. Und ich werde euch auch zeigen, wie ihr die Augenwimpern oder Augenbrauen auch machen könnt. Mein Name ist Ragnhild und ich mache jede Woche neue Häkelanleitungen auch auf Deutsch. Bitte schau dich um und abonniere auf meinen Kanal, wenn du noch nicht abonniert bist. Und für meine Abonnenten, willkommen zurück. Ihr braucht ein bisschen Wolle. Ich benutze die Rainbow Wolle von Hobby. Die ist nicht gesponsert, die habe ich mir selbst gekauft, aber ich habe die in zwei Farben. 3,5 mm Häkelnadel, Sicherheitsaugen, eine Wollnadel und eine Schere. Meine Maus ist ca. 13 cm lang und wenn ihr eine kleinere wollt, dann einfach eine kleinere Nadel. Und auch wenn ihr eine dickere Maus wollt, einfach ein bisschen mehr Füllwatte reintun. Diese Rosane hier ist ein bisschen dicker. So, wir machen einfach einen Fadenring. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, habe ich auch ein Video dazu. Eine Luftmasche und 4 feste Maschen in den Ring. Ihr könnt auch die Anleitung folgen auf meinem Blog, die ist allerdings nur auf Englisch, aber da stehen ja auch die Maschenanzahl und so. Ich habe Links, ich werde da Links unten hin tun. So, einfach hier straff ziehen und ein Maschenmarkör hin tun. Und jetzt die nächste Runde. Einfach hier den Maschenmarkör hin tun, feste Masche in der ersten Masche und zunehmen in der zweiten. Das wiederholen wir die ganze Runde oder zweimal. Das hier wird die Schnauze von der Maus. Und noch einmal eine feste Masche und eine feste Masche zunehmen. Da haben wir 6 feste Maschen jetzt und das werden wir wiederholen, zunehmen in die zweite Masche. Die ganze, eine feste Masche in die erste Masche und zunehmen in die zweite und das wiederholen wir die ganze Runde. Und jetzt werden wir 2 feste Maschen häkeln und zunehmen in die dritte. 1 und 2 und zunehmen. Wiederholen wir die ganze Runde. Und jetzt habe ich auch den Faden auch vernäht. Das mache ich gerne ganz am Anfang. Und jetzt werden wir in jede vierte Masche zunehmen, also 3 feste Maschen und in die vierte zunehmen. Das wiederholen wir die ganze Runde. Und jetzt 4 feste Maschen häkeln und zunehmen in die fünfte. Also 1, 2, 3 und 4 und zunehmen in die nächste. Und jetzt häkeln wir 5 feste Maschen und wir nehmen zu in die sechste. Das ist unsere letzte Zunahmerunde. Das wiederholen wir wie immer die ganze Runde. Und jetzt sind wir fertig mit dem Zunahmen. Ihr solltet jetzt 21 feste Maschen haben und wir werden für 3 Runden eine feste Masche in jede Masche häkeln. Jetzt habe ich meine 3 Runden gehäkelt und jetzt werden wir die Farbe wechseln, also an die letzte Masche, bevor ihr das letzte Mal durchzieht, an die feste Masche einfach die neue Farbe nehmen und durchziehen. Ihr kriegt einen schönen Farbübergang. Und jetzt werden wir weiterhin ein bisschen zunehmen, die letzte Zunahmerunde, da werden wir 2 feste Maschen häkeln und zunehmen in die dritte. 2 und dann zunehmen.
Und das wiederholen wir die ganze Runde, bis wir 28 feste Maschen haben. Und jetzt schneide ich hier den Faden ab. Und jetzt werden wir das Gesicht machen, bevor wir weitermachen. So, ich habe mich hier Sicherheitsaugen ausgewählt, die 5 mm, nee, die, Entschuldigung, die sind 10 mm. Und ich versuche hier den besten Platz zu finden, wo es am schönsten aussieht. Und Achtung, dass er nicht auf der Seite die Augen befestigt, wo diesen, ja, wo ich da vorhin gezeigt habe. So zwischen Reihen 7 und 8 werde ich die befestigen, zwischen 6 und 7. Man muss schon ein bisschen ausprobieren, was es, wo es am schönsten ist. Das ist immer so individuell, je nachdem, welche Größe man hat bei den Augen. Und ich tue hier 6 feste Maschen Abstand zwischen den Augen. So einfach hier zählen, jede Masche und dann findet ihr und schauen, dass es halt auch auf der gleichen Reihe ist oder Runde, meine ich. So, und jetzt, bevor ich den Hinterteil befestige, dann werde ich, wenn ihr Augenwimpern wollt, dann solltet ihr das jetzt bitte draufstecken, weil es ist schwieriger, wenn der Hinterteil schon befestigt ist. Ihr könnt auch natürlich die Augen so draufstecken. Das wird auch schön aussehen. Und dann tue ich hier hinter diese Auge da wo es hier so reingeht, da tue ich hier die Wimpern drauf nähen. Und so einfach ein bisschen probieren, wo es das am schönsten aussieht. Das ist nicht immer so leicht, das auf dem ersten Mal schön hinzukriegen, aber dann einfach nochmal zu probieren. Und dann, wenn ihr zufrieden seid mit der Wimper, dann nochmal versuchen, an der gleichen Stelle die Nadel reinzustecken und die zweite und die, auch eventuell die dritte Wimper zu machen. Ich könnte das auch so hinten tun, so wie ich das jetzt mache. So. Und einfach achten, dass es auch ähnlich ist auf die gleiche, auf die andere Seite. Ich werde hier Augenbrauen draufsticken, weil ich 2 Mäuse schon mit Wimpern habe. Und dann tue ich nochmal, also ich habe vergessen zu sagen, aber ich tue ein bisschen dünnere Wolle für die Augenbrauen und für die Wimpern. Dann versuche ich einfach hier eine Reihe über die Auge. So einen kleinen Strich hier, der ein bisschen so schief ist. Und das gleiche auf die andere Seite. Das könnt ihr auch natürlich auch machen, wenn die Maus fertig ist, aber bei mir kommt immer ein bisschen Wolle raus, so ich mache es am liebsten jetzt, aber manche machen es so und so. Und jetzt tun wir hier die Nase, ich tue ein bisschen rosane Wolle auf der Nadel und tue hier durch die Mitte und nähe einfach ein bisschen hin und her. So mache ich das, ein bisschen hin und her nähen und versuchen an der gleichen Höhe zu sein. Und auch hier bitte nicht so oft hin und her nähen, weil dann wird alles ein bisschen klumpig. Ich habe ein bisschen dickeres Garn auch jetzt, das wäre besser, wenn wir gleiche Wolle, aber ich habe keine gefunden. So, und jetzt, wenn wir fertig sind mit dem Gesicht, werden wir hier weiter häkeln. Da werden wir eine feste Masche häkeln für 8 Runden. Also eine feste Masche in jeder Masche. Immer den Maschenmarkör dahinsetzen, damit ihr wisst, wo ihr seid. Und wir haben jetzt 28 feste Maschen für 8, insgesamt 8 Runden. So, und jetzt, wenn wir fertig sind, dann müssen wir hier ein bisschen abnehmen. Und dann häkeln wir 2 feste Maschen und hier in der dritte und vierte eine Abnahme. Und ich mache immer eine unsichtbare Abnahme. Ich gehe durch das vordere Maschenglied in den nächsten 2 Maschen und
und mache da die Abnahme. Ich werde euch es noch einmal zeigen. Zwei feste Maschen und eine Abnahme. Und das wiederholen wir die ganze Runde. Und jetzt ein bisschen Füllwatte reintun. Und jetzt eine feste Masche häkeln und in der zweite und dritte abnehmen. Und auch hier auch eine unsichtbare Abnahme und wiederholen die ganze Runde. So, jetzt werden wir in jede Masche abnehmen und auch bitte so viel Füllwatte reintun, wie du brauchst hier. Und jetzt hier eine Kettmasche in die nächste Masche und abschneiden. So, jetzt werden wir das Loch vernähen. Dann einfach die Wollnadel nehmen. Ich zeige euch meinen kleinen Trick. Wenn du meinen Kanal schon befolgt hast, dann weißt du das. Ich gehe mir hier durch das vordere Maschenglied nur, durch jede Masche. Und wenn ich fertig bin, dann einfach ziehen und jetzt zurückgehen in die Mitte und dann so den Faden abschneiden. So, jetzt werden wir die Uhren häkeln. Ihr könnt größere oder kleine Uhren machen. Ich mache jetzt hier kleinere, aber ich sage euch, wie ihr größere machen könnt. Das ist sehr einfach. Eine magische Ring, eine Luftmasche und dann 6 feste Maschen in den Ring. Ich fange mit blau an, weil meine Maus ist blau. Und jetzt werden wir zunehmen in jede Masche, damit wir auf 12 feste Maschen kommen. Und jetzt, wenn ich kleinere Ohren mache, dann wechsle ich jetzt die Farbe zu grau. Und wenn ihr größere wollt, dann einfach weitermachen mit der Farbe, die ihr habt. Und jetzt eine feste Masche häkeln und zunehmen in die zweite. Und das wiederholen wir die ganze Runde, bis wir auf 18 feste Maschen kommen. So, und jetzt, wenn ihr eine größere Ohren haben wollt, dann macht ihr noch eine Runde und wechselt jetzt die Farbe und nehmt zu in jede dritte Masche. Und das wiederholt ihr die ganze Runde, bis ihr auf 24 feste Maschen kommen. So, und jetzt hier einen langen Faden lassen. Eine Kettmasche in die erste Masche. So, und jetzt holt ihr bitte eure Wollnadel und dann werden wir ein bisschen hin und her nähen und bitte auch den Faden hier vernähen, das habe ich hier nicht gemacht, aber ich halte das so an der Spitze und nähe ein bisschen hin und zurück, damit das Ohr sich ein bisschen faltet. So, und jetzt habe ich das eine Ohr befestigt, genau wo die neue Farbe anfängt und ich bestimme die Position mit diesen Stecknadeln zuerst, damit ich sehe, wo es am schönsten aussehen wird. So, ich habe circa 3 oder 4 feste Maschen Abstand oder 4 feste Maschen Abstand inzwischen. Vielleicht muss ich halt einfach ausprobieren, wo es am schönsten aussieht. Und jetzt hier das schön festnähen. Und wenn ihr rausgeht an eine andere Stelle, damit ihr bitte auch schauen, dass ihr auch zurückgeht an die gleiche Stelle. Und jetzt könnt ihr auch die Stecknadeln wegtun und einfach zurückgehen da an die gleiche Stelle, weil sonst würde es alles ein bisschen komisch aussehen. So, und jetzt schön hin und her nähen, bis das Ohr ganz fest ist. Und jetzt müssen wir nur den Schwanz machen und dann ist unsere Maus fertig. Ich mache einfach eine Schlaufe und ich schlage Luftmaschen an. Ich habe hier 25 Luftmaschen angeschlagen und dabei achten, dass es ein bisschen straff, dass ihr ein bisschen straff häkelt, weil dann wird es halt schön und gleichmäßig. Und wenn ihr zufrieden seid, dann einfach Faden abschneiden
und da hier an der an Reihe 1 oder Runde 1 das schon festnähen. So, und den Faden abschneiden. Und hier schneide ich auch ein bisschen ab und mache so ein paar Fransen draus. So. Und jetzt ist unsere kleine Maus fertig. So sieht sie dann aus. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Bitte abonniere auf meinen Kanal und wir sehen uns nächste Woche mit einer neuen Anleitung. Tschüss!